Ja, die ersten zwei Figuren der siebten Wave der Origins sind bei mir gerade eingetroffen. Und die anderen beiden, die noch fehlen, werden in den nächsten Tagen hier eintrudeln. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei den Origins-Giganten auf meinem Kanal. Ja, zwei tolle Figuren, muss ich lassen, sind extra. Der Schlagerguru baut ein wenig um, falls ihr es gerade mitbekommen haben solltet. Diese beiden Figuren sind für mich persönlich die besten Figuren aus dieser Wave. Ja, schon alleine die Sorceress, ja, die Zauberin von Grayskull und aber auch hier der Mini-Comic Stratos. Das sind schon wirklich für mich die Highlights dieser Wave. Jetzt kommen einige und sagen, ja, Jitsu ist doch gar nicht schlecht und Buzz-Off. Stimmt, aber für mich, wie gesagt, sind das die beiden, die wirklich, wo ich drauf gewartet habe, endlich in Händen zu halten. Jetzt habe ich mir überlegt, mit wem beginne ich denn die Wave 7 auszupacken? Und ich habe mich dazu entschlossen, mit dem Herr von Avian Stratos zu beginnen. Bevor wir jetzt hier auf oder das auspacken, schauen wir uns mal die Figur genauer auf Karte an. So, da steht der geflügelte Held von Eternia noch im Blister, der Mini-Comic Stratos. Auch diese Origins-Figur hat natürlich das bekannte amerikanische Masters-Logo und hier steht natürlich Stratos. Ja, diese Figur kommt auf europäischer Karte. Ja, hinter der Mini-Comic-Version von Stratos erwartet auch in diesem Fall ein Mini-Comic zur Wave 7. Auch hier auf der Rückseite findet man, wie bei all den anderen Figuren der Origins, wieder ein atemberaubendes Artwork von Axel Jimenez. Stratos im Angriff oder wahlweise in Verteidigung gegen dieses rote Seeungeheuer. He-Man hilft seinem Freund, dem Herr von Avian, gegen dieses mächtige Seeungeheuer. Ja, hier sieht man zwei Bilder, was man mit Stratos machen kann. Als erstes, man kann mit ihm eine Flugsituation imitieren und oben sieht man noch sein Zubehör, die blauen Flügel. Auf der Rückseite sieht man noch weitere Figuren, die erschienen sind. Die nächsten Figuren sind schon aus England auf dem Weg zu mir und zwar mit Jitsu und Buzzsaw. Und hier sieht man außerdem noch die Sorceress. Ja, die packen wir beim nächsten Mal aus. Dann He-Man und Skeletor. Und hier unterhalb der Backcard findet man natürlich die Pflichtlektüre, die es wirklich nur so ausführlich in Europa bei den Origins gibt. Ja, und wie ihr hier seht, sind wir natürlich auch hier in vorweihnachtlicher Stimmung. Und dann passt es natürlich, dass ich mir wieder mal selber Geschenke gemacht habe. Und jetzt freue ich mich wirklich, den gefiederten Freund auszupacken. Ja, mega cool. Diese Version gab es ja nur in den ersten Mini-Comics und ist ja nie im Cartoon erschienen, so wie er jetzt hier ausschaut. Mega cool. Ich bin mal auf das siebte Mini-Comic gespannt. Ja, wollen wir ihn mal jetzt auspacken. Auch schon allein das Artwork, mega cool, ja. Schon wie He-Man aus dem Meer das rote Seeungeheuer bekämpft. Mega cool. Ja, ausgepackt mal schnell mit der Figur. So. Ah. So schaut das Mini-Comic aus. Jitsu sieht man hier vorne, da gibt es gerade Saurus für Stratos und Buzz-Off. Ja. Ihr wisst ja, also die Mini-Comics finde ich persönlich immer nicht so toll gezeichnet wie damals. Auch hier fehlen natürlich die Sprechblasen und Mattel hatte ja mal ein Statement vor kurzem abgegeben, dass man aus europäischen Rechten ja zum Beispiel nicht die Comics aus den USA mit den Sprechblasen reinpacken darf. Denn in Frankreich ist dieses verboten. Da müsste theoretisch auch eine französische Version mit dabei liegen. Und jetzt überlegt sich Mattel, wie sie dieses Problem beheben kann. Aber auf alle Fälle haben sie schon gesagt, es werden dann die Mini-Comics nicht in den Figuren beilegen,
wie es in den USA so gängig ist. Gut, das nur mal zur Information. So, da habe ich ihn schon in Händen fast ausgepackt. Stratos ist ja auch in der normalen Version, ist er ja schon bei den Origins, ist er schon erschienen. Ich bin eigentlich total überrascht, dass ich die Figuren jetzt schon bekommen habe. Damit habe ich erst Ende der Woche gerechnet. Ich hatte ganz andere Figuren auf dem Schirm, die heute bei mir ankommen sollten. Hier die Flügelchen, die blauen Flügelchen sind mit dabei. Damit können wir gleich Stratos auch die Arme beschmücken. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber positiv überrascht, ja. Moment, auch hier wieder mal die Fußbändchen, ja, die müssen natürlich hier durchgeschnitten werden, damit wir ihn aus dem Blisterschutz hier entfernen können. Wie findet ihr eigentlich den Mini-Comic-Stratos? Könnt ihr gerne auch unten mal in die Kommentare reinposten. So, da haben wir ihn. Ja, mehr Zubehör hat er nicht. Er hat nur Zubehör, wie man es so kennt von Stratos, ja. Er hat nur seine Flügelchen mit dabei und auf dem Rücken schon seine Raketen, aber er hat weder Waffe noch ein Schwert dabei. Man hätte auch den Stab von Evin dazufügen können. Habe ich, glaube ich, damals auch schon gesagt beim Auspacken der normalen Stratos-Version. Ja, wenn wir erstmal hier die Flügelchen dran machen. Moment, so rum. Und dann gucken wir uns den Stratos mal ganz genau an. So. Ja. Ich guck mal, wie er immer mal als erstes den Paintjob. Der hat hier einen Finger verbogen. Seht ihr hier? An der linken Hand hat er den Mittelfinger verbogen. Hat der so viel den Stinkefinger gezeigt? Man weiß es nicht. Verbogen. Aber man kann das wieder mit heißem Wasser, kann man ihn wieder zurecht biegen. Sollte jetzt kein Problem sein, obwohl es trotzdem ärgerlich ist. Ja, also Paintjob kann ich jetzt nichts Böses sagen, kann auch nichts feststellen, wo man sagt, da hätten die Bemaler von Mattel Mist gebaut. Eigentlich sehr schön bemalt. Er kann natürlich auch alle seine Körpergliedmaßen bewegen, man kann sie auch abnehmen. Ist man ja, das ist ja normal, ne? Man kann ihn auch drehen, 360 Grad kann man ihn auch da drehen. Hier, wenn die Leute jetzt zum ersten Mal zuschauen, hier bei einem Unboxing einer Origins-Figur, man muss auch sagen, der Hüftschwung, wie man es von damals kennt, aus den 80ern, haben diese Figuren nicht mehr. Leider, leider nicht. Dafür kann man jetzt auch, wie gesagt, auch Gliedmaßen kann man hier abmachen. Man könnte jetzt auch lustig, könnte man die Figuren mit anderen Origins-Figuren mischen. Ja? Der hat natürlich mehr Gelenkpunkte als die Figur von damals. Das zeichnet sich natürlich auch aus bei den Origins. Ja, auch hier die Knie sind besser als sonst. Ja, das sind die neuen Kniegelenke sind mit dabei. Sieht wirklich besser aus. Ich gucke mal den Stand. Er steht auch sicher. Schon mal sehr, sehr, sehr gut. Nur wie gesagt, ich finde es immer schade, dass da keine Waffe beigefügt worden ist. Wirklich, der Stab von Evin gehört doch dazu. Das hatte schon die Figur damals in den 80ern nicht. Aber Super 7 hatte damals in der Neo-Vintage-Reihe, ja, hatten sie den Stratos mit diesem Stab von Evin, hatten sie ihn bestückt. Das fand ich von Super 7 schon mal mega cool und wichtig. Aber das ist jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Stratos gehörte zwar nie zu meinen absoluten Helden, aber diese Bemalung, diese Mini-Comic-Version, ja, der wirklich in den ersten Mini-Comics von 1982 in den Figuren beigefügt war, sieht schon, finde ich, besser aus als der normale graue Stratos. Ja? Hat für mich mehr Style. Soll ich mal sagen, Style. Ja. Ja. Schön, wir können auch mal eine kleine Gegenüberstellung machen, wie der Origins normale Stratos aussieht. Und ihr seht, es ist ja 1:1 identisch. Ja, nur die Bemalung, wie gesagt, da war ja Mattel sowieso immer der King. Ja, die haben die Figuren oftmals umgemalt
und haben daraus neue Charaktere gemacht, wie zum Beispiel, ich möchte das nur sagen, ja, fürs Protokoll, zum Beispiel Merman, ja, wurde umlackiert, eine andere Rüstung und zack, war das Stinkohr. Und das zieht sich aus diversen Figuren, zieht sich das, ja. Ihr könnt mir gerne jetzt unten in die Kommentare reinposten, wie ihr diese Figur findet. Freut ihr euch auf die Wave 7? Was ist denn aus der Wave 7 euer Lieblingscharakter, wo ihr sagt, ja, wenn das in den Läden steht, ist das die erste Figur, die ich mir holen werde. Was ich komisch fand, zum Abschluss muss ich nochmal sagen, ich habe mir die komplette Wave 7 bei eBay besorgt, bei einem englischen Unternehmen, habe ich die erste Wave geholt. Das waren ja 4 Stück. Am nächsten Tag habe ich mir doch die 2, die jetzt gekommen sind, diese 2 Figuren, Stratos und Sorceress, geholt. Aber die kamen heute als erstes an. Und die erste Bestellung mit den ersten 4 Figuren sind noch nicht eingetroffen. Ich weiß nicht, was da los ist. Was läuft da schief beim Zoll? Man weiß es nicht. Naja, damit möchte ich die heutige Ausgabe der Origins Giganten beschließen mit einer wirklich tollen Figur. Ja, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wird sich gleich auch bei mir im Regal sehr, sehr gut machen. Und da sehen wir uns auch sehr zeitnah wieder. Ich vermute mal, gleich mit der 2. Figur, die Sorceress. Ihr werdet sehen, wenn es online geht. Am besten abonniert ihr meinen Kanal, falls ihr noch nicht habt. Aktiviert die Glocke und dann seht ihr ja, dass das nächste Unboxing folgt. In diesem Fall dann mit der Sorceress. Bis dahin habt eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt auf alle Fälle sammelwütig. Tschüss.